Wir nennen uns zwar das deutsche Anlegerfernsehen, aber wir schauen natürlich weit über den Tellerrand hinaus. Herzlich willkommen zu Börse Live, meine Damen und Herren. Europas spannendste Aktien wollen wir uns jetzt gemeinsam ansehen mit Thorsten Küffner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Küffner, spannende, Europas spannende Aktien. Dieser Titel dieser Sendung impliziert natürlich, dass Aktien nach wie vor spannend sind, oder? Ja, also spannend sind sie auf jeden Fall und unserer Meinung nach gibt es auch einige Aktien, die auch nicht nur spannend, sondern auch eben sehr attraktiv wären. Und wie gesagt, da wollen wir uns dann heute eben einige anschauen. Das heißt, trotz Krise in Ukraine oder im Mittleren und Nahen Osten, wir gucken nach wie vor auf Aktien, auch wenn einige schon wieder sagen, ja, da kommt irgendwie so Ungemach auf uns zu, kauft Gold und sichert euch ab. Wir bleiben bei den Aktien. Also diese Absicherung mit Gold ist natürlich auch nie verkehrt, aber wie gesagt, alles in Gold wäre natürlich auch jetzt übertrieben. Wir glauben, dass es wie gesagt sehr viele Aktien gibt, wo sich wirklich der Einstieg lohnt. Vielleicht auch gerade wegen der Krise, weil wir eben auch dann sehen werden, wir finden ja einige Aktien, die auch wegen Krisen hinuntergeprügelt worden sind und jetzt auf Niveaus notieren, wo wir sagen, da kann man wirklich jetzt aktuell zugreifen. Genau, Krise, Schuldenkrise, Euro-Schuldenkrise hat ja zum einen oder unter anderem Irland ziemlich frühzeitig erwischt und durchgeschüttelt. Und ich erinnere mich an unsere Jahresabschluss- und Jahresausblicksendung, so um Weihnachten herum, da hatten Sie gesagt, schaut euch die Irländer an, schaut euch die Bank of Ireland etwas genauer an. Die kommen wieder aus der Krise und das wird ein gutes Jahr 2014 für die Bank of Ireland. Ist das eine dieser spannenden Aktien? Was macht die Aktie so spannend? Also auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben ja auch die Aktie eigentlich schon auch länger beobachtet. Man hat ja schon Ende 2013 gesehen, dass sie sich langsam wieder abzeichnet, dass die Bank of Ireland wieder in die schwarzen Zahlen zurückkommt. Und das sieht man jetzt eben auch am Chart ganz gut. Man ist jetzt hier ausgebrochen aus diesem Abwärtstrend und upsala. wir können ja auch den Dreierschaden machen. Sieben ist das vielleicht besser und auch ohne. Nur vielleicht ein klitzekleiner Tipp, wenn Sie mal so, habe ich gelernt, so mit spitzer Hand, dann okay, funktioniert das dann irgendwo besser. wie gesagt, man sieht einfach, man hat sich erholt. Wir hatten gesprochen, das muss dann hier so gewesen sein. Ne? Genau, haben wir nochmal gesprochen, wir haben zurückgeblickt, wir hatten sie immer mal im Auge gehabt. Und wie gesagt, jetzt hat sie eben abgezeichnet, es war jetzt lange Unsicherheit, ob es die Bank wirklich schaffen kann. Man muss sagen, viele irische und auch viele britische Unternehmen legen jetzt nicht wie in Deutschland üblich Quartalszahlen vor, sondern nur Halbjahreszahlen. Und alle Experten, auch die Bank of Ireland selbst, hat immer gesagt, 2014 werden wir wieder schwarze Zahlen schreiben. Das hat man so hingenommen, man hat es auch geglaubt, hat man hier gesehen. Und jetzt wurden Anfang August eben Zahlen vorgelegt für das erste Halbjahr. Und da hat man gesehen, okay, sie schaffen es anscheinend wirklich. Denn man hat im ersten Halbjahr 2013 hatte man noch einen Verlust von so knapp 4 Millionen Euro erwirtschaftet. Jetzt hat man einen Plus von 300 Millionen Euro erwirtschaftet. Für das Gesamtjahr gehen Experten davon aus, dass man so 550 Millionen Euro Gewinn erzielen wird. Und das hat die Börsianer schon beruhigt. Denn wie gesagt, man wusste ja nicht, okay, liefert die Bank auch wirklich. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Bank nicht das halten kann, was man eigentlich vorher versprochen hat. Die Bank auf eine hat gehalten und geht es bergauf mit dem Kurs. Man muss auch sagen, die Zusammensetzung des Unternehmensgewinns, das gefällt den Börsianern wirklich. Es ist zum einen, sind die Abschreibungen deutlich zurückgegangen. Irland litt ja unter einer starken Immobilienkrise. Man hat ja wirklich eine Blase gehabt, so gerade vor der Finanzkrise 2007, 2008. Und das hat die Bank of Ireland und viele andere Banken deutlich belastet. Jetzt sind die Abschreibungen zurückgegangen. Es können sich immer mehr Häuslebauer auch Häuser eben leisten. Diejenigen, die schon Häuser haben, können auch ihre Raten wieder pünktlich bedienen. Da gehen auch die Ausfallraten weiter zurück. Also das merkt man bei Bank of Ireland wirklich deutlich. Und zudem zieht auch die Wirtschaft wieder an. Das heißt auch für die Bank of Ireland, Zinseinnahmen, Provisionseinnahmen ziehen alles wieder an. Und das sieht man eben im Ergebnis. Und es dürfte auch so weitergehen. Denn die jüngste Prognose für das BIP in Irland läuft, glaube ich, auf 2,7% Wachstum. Also das ist schon sehr ordentlich. Also da liegt man innerhalb der EU und auch innerhalb von ganz Europa eigentlich sehr weit oben. Und das würde die Bank of Ireland wohl in den nächsten Wochen und Monaten, womöglich auch in den nächsten Jahren weiter befeuern. Und von daher glauben wir schon, dass bei der Bank of Ireland noch einiges möglich ist. Man muss natürlich sehen, die Aktie ist ja kein absolutes Schnäppchen mehr, wie sie eben Anfang 2013 noch war. Also man hat jetzt ein KGV für 2015 von so 14, das ist jetzt im Branchenvergleich nicht gerade billig. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass man sagt, man hat hier ordentliche Wachstumsraten eben unterfüttert und ja, auf einer guten Basis, einem starken Wirtschaftswachstum in Irland, kann man sagen, da kann man jetzt wieder einsteigen. Viele Leute reden jetzt schon wieder davon, dass es in Irland womöglich wieder eine Immobilienblase gibt. Aber man muss auch sehen, man notiert, die Häuserpreise notieren knapp 40% unter dem Hochs von 2008. Also
da ist es, glaube ich, wirklich zu früh, von einer Blase zu sprechen. Also wir glauben, es ist einfach nur eine gesunde Erholung, die noch über Jahre hinweg andauern könnte. Normalerweise steht gesunde Erholung dann, genau, was den Immobilienmarkt in Irland angeht. Schauen wir mal nach Griechenland. Das Thema hier Public Power Corporation. Die Griechen waren und sind ja nach wie vor von der Krise heftig durchgeschüttelt worden und versuchen auch Tafelsilber an den Mann zu bringen. Was macht hier der Energieversorger, der größte Energieversorger des Landes? Also wie gesagt, wenn wir vielleicht auch gleich mal den Dreijahreschart aufblicken können, also er steigt. Also wollen wir gleich zu den Dreijahreschart. Also wenn man sich sieht, der kommt von 2 Euro. Man hatte 2011, 2012 hatte man Verluste geschrieben. Das lag jetzt nicht daran, dass der Umsatz eingebrochen wäre. Man erwirtschaftet pro Jahr eigentlich solide knapp 6 Milliarden Euro Umsatz. Das Problem war, es konnten sehr viele Betriebe und auch Privatleute in Griechenland nicht mal mehr ihre Stromrechnung bezahlen. Man musste erhebliche Abschreibungen vornehmen. Zudem kam eben, dass ja im Zuge der griechischen Staatsschuldenkrise auch alle Unternehmen in Griechenland deutlich mehr Zinsen für ihre Schulden zahlen mussten. Die Public Power ist eigentlich solide finanziert. Man hat Eigenkapital von mehr als 5 Milliarden Euro, knapp 10 Milliarden Euro Schulden. Das ist eigentlich für einen Versorger sehr, eigentlich noch relativ wenig. Eigenkapitalquote von 33% ist wirklich ordentlich. Dennoch sind die Zinsaufwendungen in den Jahren 2009 bis 2013 enorm gestiegen. Jetzt mittlerweile beruhigt sich das auch etwa. Es können auch immer mehr Griechen ihre Stromkosten bezahlen. Die Wirtschaft erholt sich ja aktuell. Man erwartet dieses Jahr, dass man die Wirtschaft um knapp 0,6% immerhin wächst, nachdem man 6 Jahre vorher eine Rezession hatte. Und also es war wirklich sehr schwer. Ich glaub, und wie gesagt, ganz wichtig ist jetzt diese Sommersaison. Was die Tourismus gut, also ja. Tourismus, da wurden schon höhere Buchungszahlen bestätigt. Ja. Das Sommerquartal soll sehr gut werden. Und wie gesagt, Public Power profitiert davon. Mhm. Man ist sehr profitabel jetzt wieder. Man muss einfach sehen, die Aktie, obwohl man jetzt wieder profitabel ist, notiert noch knapp 50% unter dem Eigenkapital. Wir haben gesagt, 5 Milliarden Eigenkapital hat man ausgewiesen zuletzt. Der Börsenwert der Public Power liegt bei 2,5 Milliarden. Also das ist jetzt unserer Meinung nach überzogen, denn Public Power ist jetzt seit 2013 wieder profitabel. Das KGV für das kommende Jahr liegt gerade mal bei 8 und die Dividendenrendite bei knapp 3%. Also das ist auf jeden Fall ein Wert, den man im Auge haben sollte. Und wenn man sagt, man geht davon aus, dass die griechische Wirtschaft sich jetzt nachhaltig erholt, dann liegt man, glaube ich, mit Public Power genau richtig. Wie gesagt, auch nur etwas für mutigere Anleger, es ist kein Witwe- und Waisenpapier. Aber wie gesagt, es ist aktuell wirklich ein Wert, wo wir sagen, da ist die Erholung von der Krise wohl unserer Meinung nach nicht abgeschlossen. Mhm. Das heißt, wir springen von Irland nach Griechenland, jetzt springen wir wieder in den Norden zurück. Und zwar, ich habe gehört, Sie essen gern Lachs. Nein, das war eine blöde Überleitung. Ja. Marine Harvest, der Spezialist für Lachs. Kürzlich haben die auch irgendwie so eine Lachsräucherbude der Engländer übernommen. War wohl nicht so ganz unproblematisch. Wir hatten ja kürzlich schon mal über den Wert gesprochen. Kann man mit Seelachs ordentlich Geld verdienen? Absolut. Ich meine, man muss ja einfach mal die langfristige Entwicklung anschauen. Die Weltmeere sind überfischt. Das Angebot an Fisch wird kaum aufrechterhalten werden können durch Lachs aus den Weltmeeren. Stattdessen wird nun immer mehr auf vielleicht der Dreijahreschart. Da erkennt man es da besser. Ja. Ich glaube, dann rede ich einfach ohne Chart. Also wie gesagt, das Angebot wird eher stagnieren, vielleicht sogar zurückgehen. Und hingegen wird die Nachfrage nach Fisch deutlich zunehmen. Ich meine, zum einen die Weltbevölkerung steigt, zum einen wird auch in den Industrieländern immer mehr Fisch gegessen, da es ja gesünder als Fleisch ist. Und wie gesagt, das würde Marine Harvest wirklich deutlich helfen. Man betreibt ja Zuchtfarmen in Schottland, in Norwegen und auch in Chile. Und das Geschäft, wie gesagt, läuft da sehr gut. Man muss einfach sehen, über die letzten Jahre ist der Chart deutlich gestiegen, also jetzt nicht so wie hier dargestellt, aber er ist gestiegen. Irgendwas stimmt ja nicht. Wir gehen einfach mal locker zum nächsten Thema. Wir lassen das mal kurz. Also genau. Man kann damit Geld verdienen. Auf jeden Fall. Man kann auch ordentlich Rendite schaffen. Also man muss neben den Kursanstiegen muss man auch sehen, dass Marine Harvest sehr üppig Dividende ausschüttet. Aktuell liegt die Rendite fast bei 8%. Natürlich, man hatte auch wieder durch die Steuer einen Einbehalt, den man sich dann wieder zurückholen muss. Also netto 8% würde dann wieder schwer werden, aber prinzipiell eine ordentliche Dividendenrendite. Die Aktie notiert beim KGV von 9, was bei soliden Wachstumsraten von so 10-20% wirklich sehr niedrig ist. Und wir glauben schon, dass Marine Harvest auch in den kommenden Wochen, Monaten zulegen wird. Auch die Analysten, wenn man sie anschaut, da geht eigentlich auch jeder davon aus, dass die Aktie steigen wird. Also 2/3 der Experten raten zum Kauf, 1/3 zumindest zum Halten. Also es gibt keinen aktuell, der sich mit Marine Harvest befasst, der sagt, verkaufen. Das ist eigentlich auch selten bei einer Aktie. Also auch das eine der spannendsten Aktien, ja, in
Europa. Genau, eigentlich eine der, im Vergleich zu den beiden vorgenannten, auch eine derjenigen, wo auch konservative Anleger sich eigentlich ganz durchaus wohlfühlen könnten. Denn wie gesagt, weniger als jetzt auch bei Gazprom, Island oder Public Power. Aber was macht der konservative Anleger bei Gazprom? Ich dachte auch immer so Energie und Gas und Erdöl, das läuft, da kann man im Prinzip nicht viel verkehrt machen. Aber jetzt haben wir schon wieder da eine Krise in Russland. Ich meine, wenn man sich wirklich anschaut, es läuft ja eigentlich weiterhin. Gazprom liefert weiterhin Gas nach Europa, im ersten Halbjahr sogar etwas mehr als im vergangenen Jahr. Also obwohl ja alle sagen, wir müssen es unabhängiger von russischem Erdgas machen, das klappt nicht so recht. Gazprom scheffelt weiterhin Milliardengewinne mit dem Geschäft mit Europa und anderen Staaten, in einigen Jahren ja auch mit China. Und eigentlich läuft es bei Gazprom weiterhin gut. Man erwirtschaftet Gewinne von 20 bis 30 Milliarden Dollar pro Jahr. Also das ist schon wirklich sehr ordentlich. Die jetzt jüngsten Halbjahreszahlen, da war es etwas eingetrübt, weil man eben Sondereffekte wegen Ukraine hatte. Man hat ja zum einen die Lieferung in die Ukraine eingestellt, beliefert Ukraine nicht mehr mit Gas und man musste auch Abschreibungen tätigen auf Rechnungen für die Ukraine, die eben die Rechnung nicht bezahlt hatten. Das hat den Gewinn eben gedrückt, aber wie gesagt, es waren deutlich Milliardengewinne wieder. Und wir glauben, dass es auch in den kommenden Jahren weiterhin sehr, sehr gut laufen wird bei Gazprom. Und wenn man sich jetzt auf die Bewertung mal stürzt, das KGV bei Gazprom liegt bei 3. Andere Konzerne wie Exxon, Shell, BP haben KGVs von 10, 11 oder 12, also teilweise bis 4-mal so hoch bewertet. Das ist einfach überzogen. Ein gewisser Abschlag wegen des politischen Risikos ist völlig in Ordnung, aber wie gesagt, dieser Abschlag ist übertrieben. Wir haben es ja vorhin bei Public Power gehabt, 50% unter Eigenkapital, bei Gazprom sind es sogar 70%. Und wie gesagt, auch Gazprom ist das absolute Gegenteil von einem Widmung im weißen Papier. Das sieht man einfach im Kursverlauf, auch auf 3 Jahre würde man es sehr gut erkennen. Also schon eine sehr volatile Aktie, aber wer wirklich eine gesunde Portion Mut und auch ein gewisses Maß an Geduld mitbringt, der dürfte, glaube ich, in den kommenden Jahren sehr viel Freude an Gazprom haben. Also Finanzen, Lachs, Strom und eben Gas, die interessantesten, spannendsten Aktien Europas. Danke sehr, Thorsten Küffner. Wir sehen. Danke auch Ihnen, meine Damen und Herren. Und gleich geht's weiter mit Börse Live.